weiter geht's mit FIFA und wir machen heute das nächste Spiel und das heißt dann Atletico Madrid. Auf geht's. Rückspiel, Viertelfinale Europa League. Wir wollen natürlich in die ins Halbfinale gucken. Ja, große Chancen haben wir auf jeden Fall. Das Hinspiel ging mit 2-0 für uns aus und ja, jetzt muss Atletico auf jeden Fall, egal wie es ausgeht, 3 Tore Minimum schießen. Selbst wenn sie zu 0 gewinnen würden, wir brauchen ein Tor, dann brauchen sie auch noch 3. Also, so, gehen wir mal. Ach. Gehen wir kurz in die Pressekonferenz. Willkommen zu der Pressekonferenz. Wir beginnen jetzt mit den Fragen. So. Was heißt Favorit aufs Weiterkommen? Selbst dann Atletico. Klar, Atletico ist gut auch immer in der Lage, auch aus jetzt 3 Tore zu schießen, ne? So, Darmstadt ist jetzt gerade relativ unwichtig. Haben wir jetzt erstmal durch. Und 4-1 gewonnen in das Rückspiel. Aber hier, wie gesagt, hier muss es Minimum ein Tor geben, damit wir zumindest ein bisschen Beruhigung reinkriegen in dieses Spiel. Ich weiß nicht, wie Atletico draufgehen wird. Die werden natürlich versuchen. So, guck. Danke fürs Kommen. Danke für die Fragen. Das war's dann für heute. Dankeschön, Frau Reporterin. So, los geht's. Rückspiel, Viertelfinale, Europa League. Der nächste Step soll folgen. Wie gesagt, auch klar, ne, weiterkommen und die das Weiterkommen bringt natürlich wieder finanzielle Möglichkeiten im Blick auf die neue Saison. Weil wir wollen ja den Kader, muss ja dann ein bisschen mehr umgebaut werden. Sollen ja einige neue Spieler kommen, unter anderem neuen Torwart, zwei neue Stürmer. Und Verteidigung muss ja neu aufgebaut werden. Neuer Linksverteidiger und. Also es wird sich definitiv viel tun bei uns. Das kann ich euch schon mal versprechen. Da seid ihr auf jeden Fall gespannt. Es wird wahrscheinlich wieder ein sehr ereignisreiches sehr ereignisreiches Sommertransferfenster. So. Na gut, okay. Aber jetzt erstmal Atletico, wie gesagt, finanziell, wir brauchen Millionchen. Auf Schalke, liebe Fußballfreunde, Riesenatmosphäre, herzlich willkommen. Am Mikrofon sind heute wieder mal Wolfuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Rückspiel im Viertelfinale der UEFA Europa League, weit ist das große Finale nicht genau mehr entfernt. Für diese beiden geht es um alles oder nichts. Schalke 04 gegen Atletico Madrid. Atletico wird es heute richtig, richtig schwer haben. Ja. Keine Frage. Aber es ist alles noch drin. Alles noch möglich, ja klar. Ich glaube, die Mannschaft kann das noch drehen. So, das sind die Jungs von Atletico. Müssen wir mal gucken, wie jetzt sich die Aufstellung geändert hat. Das sind unsere Jungs. Es gibt nur einen Wechsel gegenüber dem Rohin-Spiel. Da spiele ich ja mit Kobylanski vorne auf der 10 statt Tommy. Hier sehen wir die heutige Aufstellung. Ansonsten habe ich keinen Grund zu wechseln. Die zwei Gelben, Sie gut. Offensiv an 4-5-1 heute. Beide Innenverteidiger, ja super. Wenn man da nur eine Spitze sieht, aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Ansonsten habe ich keinen Grund zu wechseln hier. Aber die Frage ist, was machen die Spanier? Wie weit werden die wechseln? Haben die überhaupt irgendwas verändert in der Startaufstellung? Ich habe nämlich tatsächlich nicht in die Vorschau geguckt, sondern wir werden es gleich im Spiel sehen. Ich weiß, dass die Aufstellung von denen von der Vorschau war. Aber ich mal gucken. Ich glaube aber, sehe ja gerade, dass kein Zures da drin ist. Nee, ist nicht. Genau. Ist auch Felix vorne drin. Lema, der eben neu reingekommen ist. Kone auf rechts. Beide Stürmer nur, ja. Iago Aspas und Joao Felix. Und dann haben wir neue Sechser. Saul nicht dabei.
Stürmer. Da bin ich mal gespannt. Und neuer Innenverteidiger, Martip, ehemaliger von uns. Also die haben auf jeden Fall mega umgebaut den Kader, die Mannschaft. Und schauen mal, was wir heute auf die Reihe bekommen. Klar, die wollen nach der, müssen auch noch ein bisschen was tun. Also Hinspiel für gesagt 2-0. Erstmal unsere Hausaufgaben machen und dann kann man gucken oder sich freuen, wie es in der Saison aussieht. So, Lazza. Ein Tor brauchen wir erstmal. Kein Foul. Okay, das sehe ich ein bisschen. Für mich war das jetzt quasi noch ein Foul, aber gerade beigespielt sind. Also, Aufgabe, wie gesagt, erstmal ein Tor gegen diese Mannschaft von Leverkusen, von Atletico schießen. Während hier gerade Ekone über die Außenbahn rennt, den ersten Verteidiger stehen lässt. Kein Foul von ihm. Ach Mann! Überhaupt nicht in die überhaupt nicht durchgegangen. Und jetzt mal Atletico Madrid mit dem Ball. Jawohl, Ball geholt. Wichtig. Da ist der Ball weg. Kondogbia, der jetzt ein bisschen aufpasst. Der da dem Stürmer oder dem Angreifer da den Ball. Ja, sag ja, Atletico will natürlich hier vorne drauf gehen. Die wollen natürlich. Jawohl, schön gemacht. Ah, der gar nicht so schlecht, der Orte. Macht er! Es, nein, macht er nicht. Fantastisch gelöst vom Abwehrspieler. Chance zur Flanke jetzt. Erste Chance für uns. Die Flanke kommt, der Ball aber nicht an. Und nach 18 Minuten sind wir noch 0-0. Aber wie gesagt, solange hier keine Tore fallen, ist mir das letztlich egal. Atletico braucht jedenfalls 3 Tore. Selbst wenn sie 1 schießen, ist es dann erstmal egal. Lehmer. Lehmer setzt sich durch gegen Amate, der zwar die Grätsche ansetzt, den Ball aber eigentlich noch trifft, aber doch noch irgendwie mit Pech, dass er den Ball nicht unter Kontrolle bringen kann und der Angriff von Atletico abgeschlossen werden kann. Jawohl, keine Ecke. Ach Mann, wieder nur so ein Fehlpass. Schöner Ball, schön geholt. Felix. Aspas, ja. Der weiß auch garantiert, wo das Tor steht. Ich weiß jetzt, wenn ich hier unentschieden spiele, ist mir das in dem Moment egal. Klar, will ich was gewinnen, aber... Ja, gut. Alles gut. Wir müssen aber ein bisschen mehr... Wir müssen ein bisschen mehr Druck kriegen. Oder Aleti spielt da vorne einen Fehlpass. Guter Pass. Ja, Ball gut. Ja, das ist aber keiner in der Mitte. Erstmal der erste Ball. Das, und zumindest noch die Ecke rausgeholt. Ja, von Komelanski. Das hat er gut gelöst. Gut gemacht. Ecke kommt und Oblak wäre nicht Oblak, wenn er nicht rauskommen würde. Der habe da dann nämlich auch im Hinspiel das 0-1 verursacht, so ein bisschen, weil er nicht schnell genug rauskam oder nicht sicher genug rauskam. Amate. Ja, der einfach mal über die Außenbahn marschiert. Platzat Amate. Und das war nicht schlecht, die Situation, aber der Stürmer kam nicht dran. Richter. Richter. Ja, Gengeloni kommt da durch. Und Kowilanski und Oblak verhindert hier das ganz, ganz wichtige Tor für Schalke. Weil das wäre nämlich das wichtige Tor gewesen, wenn das nämlich auf 1-0 gestanden hätte. Und wir dann durch gewesen wären. Also, nicht durch, aber... Na gut, es hätte sich eigentlich gar nichts an der Ausgangssituation verändert, weil da gewinnt er den Zweikampf. Weil Atletico braucht jetzt noch in 45 Minuten 3 Tore. Sie haben es bisher nicht geschafft, in 135 1 zu schießen. Sie brauchen jetzt 45 Minuten für 3 Tore. Oder sie brauchen 3 Tore in 45 Minuten, so ist es richtig. Also Hinspiel noch 2-0. Bisher hat sich nichts geändert an der Ausgangssituation. Leverkusen gegen Atletico, gegen Hertha 1-0.
Der Hinspiel ging für Leverkusen 3-0 aus. Momentan ist auch Juve weiter. Und Lazio führt gegen Real Sociedad 2-1 und wäre damit auch weiter. Also Leverkusen momentan schon mal im Halbfinale. So, Leverkusen, Atletico wechselt. Nur Correa jetzt neu rein, der im Hinspiel ja noch in der Startelf stand. Aber mal gucken, wie gesagt. Markus Llorente. Und dann war das so ein blöder Fehlpass da vorne. Das Pass. Gut gelöst da. Aber auch wieder ein Ballverlust Atletico. Jetzt können sie vielleicht kontern. So, jetzt vielleicht hier den absoluten Sack zu machen. Da steht aber genug da vorne in Rot und Weiß, dass man nichts machen kann. Ne? Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es ja, ich sage ja, also ein Tor, dann, wie gesagt, es ändert sich nichts. Es ändert sich null, wenn Schalke trifft. Aber wie gesagt, es macht sich einfacher. Markus Llorente. Und jetzt mit, ich weiß, jetzt, wenn sie zwei Tore schießen, dann müssen sie zumindest eine Verlängerung geben und es gibt einfach, einfach für uns. Freistoß für uns. So, danke. Ich darf mich erstmal sortieren. So, wer kommt da jetzt zu Rest? Habe ich das richtig gesehen? So, sehe ich meinen Spieler nicht. Buchelab! Hebt den Ball rein! Keine Chance für den Keeper. 1-0. Damit steht es 3-0, was die Addition betrifft. Der da einfach mal ohne Probleme da durchmarschieren kann. Da war ja gar keine Gegenwehr. Hier, die gehen alle auf die rüber Richtung Terodde. Und Buchelab sagt, okay, wenn er da rüber geht, alle, dann gehe ich einfach mal durch und mach das Ding. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Yes! Das dürfte eine ziemliche Kabinenpredigt geben. Da dürfen sich die Spieler auf einiges einstellen. Wir sehen ja. So, zweites Tor in der Europa League für Buchelab. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil es hier 3-0 steht. Und das ändert sich definitiv daran, dass wir heute keine Verlängerung sehen, sondern nach 90 Minuten Feierabend ist. Die Frage ist, für wen? Also, wir haben jetzt so eine halbe Stunde. Atletico braucht dringend drei Tore. Ändert sich nichts an der Ausgangssituation, sondern nur rein an der Spielminuten, an der Spiellänge. Und der Rosun! Wieder haben wir geklärt. Also zweimal was dazwischen. Also die Schalker wollen natürlich das zweite Tor, weil dann ist hier definitiv Feierabend. Und dann brauchen nämlich Atletico 5, wenn ich es richtig gerechnet habe. Ne, 4. 4. Lehmer, da haben sie jetzt den Ball. Naja, alles gut. Also, nächste Angriffswelle läuft. Jetzt vielleicht die Flanke. Jan Oblak, weiter geht's. Ja, Jan Oblak, der da. Immer noch gefährlich. Ball ist durch und der passt nicht ganz. Weil Oblak nach gut 70 Minuten, wie gesagt, 0-1 aus Sicht von der Deko. Richter, der da durchmarschieren kann parallel. Und das Ding leider noch nicht versenkt. Der Oblak kommt immer raus. Der Oblak kommt immer raus und sagt dann, ich fange das Ding. Und das ja, warum da unnötig hinterherrennen? Warum da unnötig Kraft verschwenden? Lass den Ball jetzt ausgehen. Wir haben die Zeit. Das ist es halt. Guter Pass. So Amate. Amate, da unten ist keiner. Doch, da ist einer. Ja, und Atletico, Skipper, Forster singen. Die Mitte steht aber keiner. Lehmer, kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Ja, Viertelstunde, wo sich nichts geändert hat. Atletico braucht nach wie vor diese drei Tore. Lehmer. Ja, der da den Verteidiger stehen lässt. Und der dann einmal kurz das, der sagt, ich nehme mal den Ball mal mit. Jetzt vielleicht die Chance. Richter. Aber keiner in der Mitte, der da irgendwie mit reingeht. Geht die Flanke trotzdem durch. Ja, der haut fast jeden Ball mittlerweile weg. Also jede Flanke, jede Ecke, der gewinnt immer raus und ran. Ball ist unser. Das gibt Einwurf. Sie wechseln aus. Die Nummer 4. Amate. Da wäre jetzt Platz. Die Nummer 16. Jetzt kann die Reingabe kommen. Da ist er. Martip, der passt da ein bisschen auf. Köpft diese Flanke raus.
Nordi Mukiele. Vier Minuten sind noch. Vier Minuten noch. Sieht gefährlich aus. Gefährliche Szene. So, das dürfte das eine sein. Der Ball dürfte sogar noch reingehen. Dann steht nämlich hier. Dann steht hier nämlich 2-0 und dann ist das Thema eh gegessen. Ich glaube, dass der passt. Tut er. Feierabend, Marco Richter. Ja. Einfach gnadenlos überlegen. Hier nochmal dieser Treffer. Wow, hätte ich nicht gedacht, dass wir Atletico tatsächlich so deutlich und so souverän schlagen und ins Halbfinale einziehen. Führt das Tor bei uns Marco Richter. Das System ist jetzt auch okay. Kann er sich freuen, definitiv. Jetzt nämlich alles durch. Und Atletico hat sich geschafft, nicht ein Tor gegen uns auf die Reihe zu bekommen. Wenn ich ehrlich bin, war der Tottenham tatsächlich als Gegner schwieriger. In Addition beider Spiele heißt 4-0. Weiter geht's. Zwei Minuten mehr nach. Und jetzt ist eh egal. Marco Sorrente. So, Schiedsrichter, kannst du jetzt abpfeifen. Dankeschön, Halbfinale. Die große Frage, wer? Zwei Mannschaften aus Deutschland im Halbfinale, wir sind mit dabei. Neben Bayer Leverkusen. Ich glaube, er war heute einer der besten Spieler seiner Mannschaft. Wie siehst du das? Kein Joe Felix mehr dabei. Wenn wir gerade kurz gesehen haben. Wie das Hinspiel, auch das Rückspiel endet 2-0. Und damit ist Atletico weg vom Fenster. Tottenham ausgeschaltet, Atletico ausgeschaltet. Aufgabe gelöst. So, die Tore, die Gymnasium Bouchard hat, den er gar nicht angegriffen wurde. Und dann kurz vor Ende Marco Richter, da den Sack dann zumacht. So, gehen wir kurz in die Interviews und im Spiel und dann sind wir fertig für heute. Leverkusen steht härter mit 2-0. Lazio gewinnt bei Real Sociedad und Juve schießt, glaube nach dem Hinspiel, glaube ich, 0-0. Schaltet damit United aus. Also damit kriegen wir wieder Lazio, Leverkusen oder. Ja. Lazio, Leverkusen oder Juve im Halbfinale. Also Piemonte Calcio ist Juventus Turin. Nur so nebenbei. Warum das FIFA nicht mehr übernimmt, ist schade, weil bei Roma ist es ja auch, glaube ich, Roma FC oder so. Und nicht mehr AS Roma. Das sind nur sehr für mich die italienische Liga nicht danke, zu spielen. Danke, dass Sie direkt nach dem Spielende für ein paar Fragen zu uns rübergekommen sind. Jo, machen wir doch gerne. Glückwunsch zum Viertelfinalsieg. Glauben Sie, dieses Jahr den ganz großen Erfolg feiern zu können? Wir tun natürlich alles dafür, dass wir das Finale schaffen. Weil jetzt wird es nochmal ein Step härter werden. Definitiv. Also heute definitiv nicht. Weil ich glaube, so eine wirkliche Chance hatte der. Hatte sie, haben sie nicht gehabt. Wir hätten höher gewinnen können. Ja, so war der Sieg, also das Ergebnis. Genau, absolut richtige Aussage. Ein paar gute Dinge geholt. Genau, wir haben uns an selbst geglaubt. Es ist scheißegal, wer da am Tor steht. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Hauptsache, wir haben es geschafft, ihn zu bezwingen. Viermal insgesamt und sind damit souverän im Halbfinale dabei. Und der nächste Gegner ist Hannover 96 und das ist in der Liga der Fall. Und das ist der Tabellenvierte. Und ob wir die schlagen können, sehen wir in der nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschalten würdet bei FIFA 21. Bis dahin und tschüss.